Hallo, mein Name ist Dominik Hirschner von der Firma Planet Software und heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit 3D Experience SolidWorks in Teams zusammenarbeiten können. Mit 3D Experience starten wir in die nächste Generation der Zusammenarbeit. So können wir auf E-Mails verzichten, müssen nicht auf Reply to All klicken, um auch sicher niemanden zu vergessen und haben hier einen Teamarbeitsbereich, mit dem man zusammenarbeiten kann. Die lokale Arbeitsweise mit E-Drawings, Redlining und Screenshots können wir uns sparen und auch der damit anfallende Datenmüll kann so getrost über die Cloud und integrierte Apps verwaltet und weitergeleitet werden. Um Zugriff auf diese Funktionen zu bekommen, benötigen Sie die Rolle Collaborative Industry Innovator und Collaborative Business Innovator. Sofern Sie diese Rollen nicht bereits beim Kauf von 3D Experience SolidWorks erhalten haben, können Sie sich jederzeit einen Überblick über unsere Webseiten verschaffen. Schauen wir uns das anhand von einem kleinen praktischen Beispiel an. Wir wollen einer Anlage ein paar Leitungen hinzufügen. Der Projektleiter startet also auf sein 3D Experience und erstellt darin Aufgaben. Zum Beispiel Kupferleitung hinzufügen. Damit wird die Aufgabe erstellt und ich kann über die Collaborative Tasks jetzt per Drag and Drop Personen zuweisen, Dateien zuweisen oder wichtige Dokumente, die für die Abarbeitung erforderlich sind. Das Ganze wird online gespeichert und ist in Echtzeit für alle Teammitglieder verfügbar. Produktrendering für Marketing der Gesamtbaugruppe erstellen. Auf diese Weise kann man auch Aufgaben für die Zukunft planen. Leitung Nennweite 50 bearbeiten. Eine Bildschirmbenachrichtigung oder E-Mail wird ausgelöst, wenn man den Baustein von Entwurf auf Aufgaben verschiebt. Wechseln wir also zum Konstrukteur. Habe ich eine Aufgabe erhalten, so kann ich darauf antworten in einem Chat-Dialogfeld oder die Aufgabe natürlich auch in SolidWorks abarbeiten. Man aktualisiert dazu das 3D Experience Plugin auf der rechten Seite und kann so direkt auf alle Informationen, die der Aufgabe zugewiesen sind, zugreifen. Per Drag and Drop lässt sich hier spielend die Baugruppe laden. Dann kann ich in meinem Werkzeugkasten SolidWorks die nötigen Änderungen durchführen. In dem Fall öffne ich die Unterbaugruppe und erstelle dort eine neue Kupferleitung. Das passiert über herkömmliche Werkzeuge, über rechte Maustaste wird am Leitungsführungspunkt eine Kupferleitung gestartet und per Auto-Routing kann man dann diesen Leitungsstumpf einer zweiten Komponente hinzufügen. SolidWorks unterstützt mich hier nicht nur im Hinblick auf die Konfigurationen von solchen Bauteilen, sondern ich kann auch anschließend verschiedene Lösungsvorschläge bei dem Auto-Routing durchklicken und mir die effizienteste Leitungsführung heraussuchen. Die mir zugewiesene Aufgabe ist nun fertig und ich kann auch über das 3D Experience Plugin diese Unterbaugruppe nun als Lieferumfang für diese Aufgabe im Teamarbeitsbereich zur Verfügung stellen. Möchte ich nun meinen Projektleiter darüber in Kenntnis setzen, so kann ich dann diese Aufgabe in den abgeschlossenen Bereich verschieben und damit wieder eine Benachrichtigung an meine Kollegen auslösen. Sofern es der Projektleiter nicht schon mitbekommen hat, kann er über die Benachrichtigung sich sehr schnell wieder ins Portal einloggen, sieht darin die absolvierte Aufgabe und könnte diese Änderungen vor Ort beim Kunden durchschauen bzw. Kommentare hinterlassen. Vielen Dank für die Änderung, das sollte passen. Ich hoffe auch, dass Ihnen das kurze Video gepasst hat und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Fragen, Anmerkungen oder Wünsche für neue Videos bitte einfach in die Kommentare. Und um nichts mehr zu verpassen, abonnieren Sie unseren Kanal.